Moin und herzlich willkommen zurück zu Oblivion. Und ja, wir wollen jetzt die nächste Quest hier machen. Da fehlt jetzt nur noch der Streitkolben. Herr Ralbas hat mir erzählt, wo Zenitha Streitkolben zu finden ist. Um den Streitkolben wieder zu erlangen, muss ich zur Kapelle von Zenitha in Leia Wien rein. Der Krypter der Kapelle muss ich am Schrein knien. Als Herr Ralbas werde ich dann auf die Probe gestellt und mein Glaube wird mich führen. Wo genau war ja Leia Wien? Weiter im Süden? Okay. Suchen wir mal. Warte mal, wo genau? Das wird ein weiter Weg bis zur Straße. Apropos, wie spät haben wir es? 11 Uhr abends. Machen wir nochmal 11 Stunden draus. Und ich hoffe, es hat dann aufgehört zu regnen und ist dann hell. Natürlich muss es weiterhin regnen. Naja, und dann können wir in Leia Wien. Noch einen Hirnwurz. Perfekt. Gibt's hier noch eine? Ich sag nicht, wie viele Nierenwurzel es hier gibt, die man einsammeln kann. Also ein ganzes Roti. Sehe ich hier keine? Nee, das wollte ich nicht. Steckt die wieder ein. Ich muss mein Schwert reparieren. Gibt's hier noch einen Nierenwurz? Da ist ein Nierenwurz. Oh, ich drücke wieder die falsche Taste. Athletik hat sich verbessert. Perfekt. Die Questreihe mit Synderion, die wird aber auch sehr lange dauern. Ich freue mich aber schon, sobald wir das mit den Nierenwurzeln komplettiert haben. Falls wir das komplettieren können. So, wie viele haben wir jetzt von denen? 9. 11 fehlt uns noch. Also 11 Stück fehlen uns noch. Nein, ich stecke hier fest. Doch nicht. Befinden wir uns jetzt? Straße. So, und dann gleich einmal alles reparieren. Leia Wien. Passt ja perfekt, dass wir dann jetzt genau hier sind. Nein! Mist! Ich bin sofort wieder da. So, da bin ich wieder.
Ja, ich habe jetzt hierhin schnell gereist, als das Spiel wieder abgeschmiert ist. Warum auch noch so früh während der Aufnahme das abgeschmiert ist? Keine Ahnung. Aber ich bin jetzt hier in Leia Wien. Wir waren ja kurz vor dem Tor. Und von hier nach hierhin habe ich jetzt einfach Schnellreise gemacht. So, was haben wir da? Deepscorn Hollow. So. Und da müssen wir auch. Ne, nicht Thundercliff. Wo war eigentlich? Wo war eigentlich das von den Dings? Von dem Ritter der Neuen hier die Halle? War die nie? Die war doch hier im. Hä? Ach so, hier. Im Westen, nicht im Osten. Okay. So, aber wir sind jetzt zumindest hier. In Leia Wien. Ist jetzt dunkel. Blöderweise einfach abgeschmiert gerade. Ich speichere mal. Nur um sicher zu gehen. Das Blöde ist, ich habe jetzt die ganzen Nierenwurzeln nicht mehr, die ich gerade gesammelt hatte. Wir sind jetzt wieder bei 6. Aber naja, kann man leider nichts machen, wenn es abschmiert und nicht gespeichert hatte. Ihr seid's. Ich habe von euch gehört. Ihr seid derjenige, der die Ritter der Neuen wieder aufleben lassen will, nicht wahr? Ja, bin ich. Und wer seid ihr? Ich bin bloß ein Diener der Neuen. Ich muss gehen. Ja, bin ich. Und wer seid ihr? Mein Name ist Carodus Olin. Wie ihr bin ich ein Diener der Neuen. Um genau zu sein, des Zenitar. Ich kam auf der Suche nach seinem Streitkolben hierher. Doch ich konnte die Prüfung nicht bestehen. Ich bin eben kein Kreuzritter. Aber das heißt nicht, dass ich Zenitar nicht trotzdem dienen kann. Angesichts der letzten Ereignisse habe ich mich gemeldet, um die Kapelle zu schützen. Ich bin recht geschickt mit der Klinge und bei meiner Ehre, ich werde den Neuen dienen, so gut ich kann. Erzählt mir eure Ansichten über Zenitar. Von den ursprünglichen Göttlichen gilt Zenitar als derjenige, der die engste Verbindung mit dem Reich der Sterblichen hat. Laut manchen Legenden ist Zenitar eng mit Kynaret verbunden, eine Vorstellung, die durch die Interaktion der Reiche der beiden Götter gestützt wird. Handwerker, die Zenitar treu ergeben sind, können aus den Materialien, die Kynarets natürliche Welt ihnen liefert, ihre Werke schaffen und davon profitieren. Die beiden arbeiten in Harmonie. Die natürliche Welt sorgt für den Handwerker. Man kann Zenitar nicht verehren, ohne die Macht Kynarets anzuerkennen. Was könnt ihr mir über den Streitkolben erzählen? Die Legenden besagen, dass, als Pelinal Weißplanke von den Eileiden erschlagen wurde, ein Bote den Streitkolben als Nachricht zur Menschensiedlung Leia Wien brachte. Jahrhunderte später erbaute der heilige Kaladas, der Handwerksmeister, die Kapelle des Zenitar in Leia Wien, um der Legende zu huldigen. Als man den heiligen Kaladas zur Ruhe legte, begannen jene, die an seinem Grab zu Zenitar beteten, Visionen des Streitkolbens des Kreuzritters zu sehen. Okay, Aufgaben für die Kämpfergilde. Streitkolben des Zenitar. Die Legenden besagen, dass als Pelinal Weißplan Jahrhunderte später, als man den heiligen Zenitar. Von den ursprünglichen Göttlichen gilt Zenitar als derjenige, der die engste Verbindung mit dem Reich der Sterblichen hat. Laut manchen Legenden ist Zenitar eng mit Kynaret verbunden. Eine Vorstellung, die durch die Interaktion der Reiche der beiden Götter gestützt wird. Handwerker, die Zenitar treu ergeben sind, können aus den Materialien, die Kynarets natürliche Welt ihnen liefert, ihre Werke schaffen und davon profitieren. Die beiden arbeiten in Harmonie. Die natürliche Welt sorgt für den Handwerker. Man kann Zenitar nicht verehren, ohne die Macht Kynarets anzuerkennen. Okay, Lebt wohl. Auch ihr, wo muss ich genau hin? Ach, nach unten wahrscheinlich, okay. Hier?
Tür zu Chapel Undercroft. Tun die mir jetzt was? Heiliges Gespenst. Noch tun sie mir nichts. Grab des heiligen Kaladas. Ich habe vor dem Schrein des heiligen Kaladas in Leyavin gekniet und mich in einer Art dunkler Leere wiedergefunden. Ich kann den Schneidkolben von den Zenitar in der Ferne sehen. Ein leuchtender Steg führt zu ihm hin. Die Stiefel von Kynaret vibrieren leicht. Sie scheinen eine Verbindung mit dem mystischen Steg zu haben. Okay, ich kann mich hier bewegen. So, Streitkolben des Kreuzritters. Ich habe den Streitkolben des Kreuzritters wiedererlangt. Nein, okay. Durch den Fund des Streitkolbens des Kreuzritters habe ich Sir Ralbas Suche beendet. Ich sollte zur Priorei zurückkehren und mich erkundigen, ob es etwas Neues über die beiden noch zu suchenden Reliquien gibt. Zwei Reliquien kommen noch. Hier. Das Kreuzrittersamt zur Zauberspruchliste des Spielers dazu gefügt. Warte mal. Wir hatten ja auch den Schild des Kreuzritters, ne? Wir sind jetzt ein Kreuzritter. Nice. Und die Gespenster tun uns nichts. Finde ich schon mal gut. Was geht denn jetzt ab? Hey! Auroran? Gibt's hier noch jemanden? Nachdem ich den Streitkolben des Kreuzritters geholt hatte, überraschte ich Umarils Schergen bei einem Überfall auf die Kapelle des Zehnter. Sie wurden alle bezwungen und die Kapelle von Leyavin blieb von der Entweihung verschont. Ich bin sehr erfreut, euch kennenzulernen. Was haben die? Stumpfe elädische Kriegsart. Dädrischen Herz, markloser Rubin. Ich bin zu schwer, warte mal. Das wiegt auch einfach 43 Kilo, okay. Lass mich raten, ich muss die Dinger wieder zurückpacken. Ja. Und ich muss die Sachen verkaufen, die ich habe. Ich dachte... Ich kann es nicht glauben. Wir haben überlebt. Bei der Gnade der Neuen. Wir haben überlebt. Nicht zuletzt dank euch, Ritter. Durch euren Willen und den Willen der Neuen konnte Zenithars Kapelle gegen diesen Frevler bestehen. Herr, ich weihe euch mein Schwert. Ich möchte mich eurer Mission anschließen. Ritter der Neuen wieder ins Leben zu rufen und diesen Marie zu besiegen. Ich akzeptiere willkommen im Orden. Ich kann nur hoffen, euch an Kühnheit und Tapferkeit gleichzukommen. Es ist mir eine Ehre, an eurer Seite zu dienen. Erlaubt mir, angemessenere Ausrüstung zu holen. Ich kehre bald zurück. Okay,
Wo treffen wir den? So, erst einmal hier rein. Jetzt verschwindet hier, Rotwardone. Da war ja was. Da kriegen wir kein Bett. Dann warten wir 3 Stunden. Und speichern einmal. Der Regen hört ein. Oder das Regen. Der Regen hört einfach nicht auf. So. Hier muss ich aber einmal kurz. Was wollt ihr? Handeln. Was darf ich euch anbieten? Was darf ich euch anbieten? Vielleicht erstmal. Das Ding ist nichts mehr wert, okay. Aber das? Das 800 kann ich ihm verkaufen. Ja. Ein Ex. Das ist ein echt. Das klingt nach einem angemessenen Preis. So. Hier vielleicht auch noch was. Die Klinghandschuhe. Klingenschild. Hier habe ich sonst nichts. Okay. Hier nimmt er nichts an. So, das darf er Ihr haben. Ihr seid ein harter. So. Daran habt ihr viel Gold verdient. Ja, danke schön. Ach komm. Das ist mehr. Ein gutes Geschäft. So, sonst nichts mehr, glaube ich. Was hat er so im Angebot? Silberdolch, den haben wir ihm verkauft. Zwergendolch haben wir ihm verkauft. Vielen Dank, dass ihr bei mir eingekauft habt. Jo, kein Thema. Ich habe eher. Seht euch vor! So, wie viel schleppen wir jetzt? 228. Die Dinger konnte ich jetzt nicht verkaufen. Warte mal. So, die Trennlinie. Beste Warengarantie. Guck mal, ob ich da den Rest verkaufen kann. Was wollt ihr? Ich will dir meinen Scheiß anbieten. Ich habe die besten Waren zu den kleinsten Preisen in Cyrodiil. So, hier haben wir nichts. Hier aber. Ja. Das ist ein gutes Angebot. Das ist mehr. Ihr seid ein... So, hier haben wir nichts. Hier will ich mal behalten. Hier. Hab Dank. Auf Wiedersehen. Jo, kein Thema. Lebt wohl. So, dann wollen wir jetzt zur Dingsen gehen. Wie ist das Wertebefinden? Zur Priorei wieder. Ah, warte mal. Hier noch reparieren alles. Was kann ich für euch tun? Ich hätte... Wenn ich's nicht reparieren kann, ist es nicht... Ja. Einmal alles reparieren. Bis wir in der Lage sind, das zu reparieren. Seht euch vor! Ich glaube, das wird noch ein Weilchen dauern, bis wir in der Lage sind, sowas zu reparieren. Wer ist denn das? Sehr interessant auf jeden Fall.
Wie ist sie draufgegangen? Wie ist sie gestorben? Ich hoffe, die war jetzt für keine Quest relevant oder so. Ich hoffe wirklich, sie war für nichts relevant jetzt. Also, was gibt es Neues aus Grauland? Grauland? Apropos Stelle. Mein Pferd müsste hier sein, oder? Weißes Pferd. Ja, super. Dann ist mein Pferd nicht hier. Die andere Richtung muss ich gehen. Obwohl, kommen wir. Wir machen jetzt einmal eine Schnellreise. So. Priom Marborels Horse Armored. Jetzt sind hier Pferde. Braunes Pferd und geschecktes Pferd. Wäre beides Diebstahl. Die Dinger sind auch neu. Hier hat sich was entwickelt. In der Zeit, wo ich weg war. Die Dinger waren vorher nicht da. Ritter, Arkay sei Dank, dass ihr zurück seid. Ich habe eine schreckliche Nachricht. Sir Roderick, ich glaube, er ist tot. Sir Roderick, wer ist das? Ein heiliger Ritter wie ihr, der im Namen des Propheten nach den Reliquien suchte. Ich war sein Knappe. Ich glaubte, er sei von den Göttern auserwählt, die Reliquien wiederzufinden. Was ist geschehen? Zunächst lief alles gut. Er betete an allen Schreinen und hatte eine Vision. Eine verstörende Vision. Der Geist von Cerberich sprach mit mir, war alles, was er sagte. Wir müssen ihn zur letzten Ruhe bitten. Wir reisten in ganz Kolovia herum. Er fragte stets nach einer alten Adelsfamilie, den Flindrels. Schließlich fand er das, wonach er suchte. Wir gingen zur Underpol-Höhle und dort ist er gefallen. Er ist gewiss ein Ehrentod gestorben. Das tat er. Ich schulde ihm mein Leben. Er stellte sich dem bösen Geist des Fürsten Flindrel und sagte mir, ich solle weglaufen. Und das tat ich. Ich weiß, ich hätte bei ihm bleiben sollen. Gemeinsam hätten wir vielleicht dieses böse Ding vernichten können. Wonach hat Sir Roderick gesucht? Er meinte, die Grabstätte von Sir Berich sei in der Underpol-Höhle, die keine Höhle ist, sondern eine Art vergrabener Bergfried. Er hatte erfahren, dass Sir Berich der einst ein fahrender Ritter war, so wie wir. Er hatte die Beinschienen und das Schwert des Kreuzritters gefunden, sich aber dann dem Bösen verschrieben. Sir Roderick hoffte, die Reliquien im Grab des Sir Berich zu finden, und so kam es auch. Aber wir fanden auch einen schrecklichen Wächter, den Geist des Fürsten Flindrel, Sir Berich. Sir Berich, ihr wisst, wo die Reliquien sind? Ja, edler Herr, und ich bringe euch... Sir Roderick schrie mir zu, ich solle sie an mich nehmen, die Beinschienen. Die heilige Reliquie, sie gehören euch. Und das Schwert, was ist damit passiert? Der Geist. Er hat es gegen Sir Roderick verwendet. Ich weiß nicht, wie dieses böse Wesen die heilige Waffe führen konnte, aber so war es. Es schrie, als es zuschlug. Ruhig, Blut, ihr seid jetzt in Sicherheit. Es tut mir leid. Ich erinnere mich, dass Sir Roderick etwas über das Schwert sagte, bevor wir nach Underpol gingen. Es könnte von Wichtigkeit sein. Er befürchtete, das Schwert könne durch das Böse verdorben sein.
In dem Fall müsse es auf dem Altar seines Schöpfers, des göttlichen Arkai, neu geweiht werden. Das ist alles, woran ich mich erinnere. Ich hoffe, es ist euch eine Hilfe. Ihr habt euch gut geschlagen, Nathan. Danke, Ritter. Ich möchte euch um eine Gunst bitten, obwohl ich weiß, dass ich es nicht verdiene. Würdet ihr mich zum Ritter der Neuen schlagen? Ich will mein Leben damit verbringen, die Welt vom Bösen zu befreien. Das bin ich Sir Roderick schuldig. Erhebt euch, Sir Lathorn. Noch nicht. Ihr seid noch nicht so weit. Komm, wir sind mal so. Erhebt euch. Danke. Ich meine, danke, Ritter. Ich werde euch nicht enttäuschen. Lasst mir einen Moment Zeit, um mich zu bewaffnen. Dann begleite ich euch zur Underpall-Höhle, um den bösen Geist zu vernichten. Einen schön, wunderschönen guten Tag. Aber ihr wisst, dass die Kapelle in Bravir in der Gesellschaft genau von Gottlieb sollte ihr Stützwachsam sein. Alter, ihr hört es, sei eine neue Art von Zaubern belegen, die man bisher noch nicht gesehen hat. Aha. Im Bund mit dieser Umaril-Kreatur nach Aussage des Propheten. Hören wir uns das einmal an. Man sagt, wenn die Karte von Zaubern schlecht in einem Boykott von kaiserlichen Dedra die. Seid gegrüßt, Ritter. Mein Bruder und ich haben gehört, dass ihr einen heiligen Ritterorden gründen wollt, und wir möchten euch unsere Schwerter anbieten. Wir sind den ganzen Weg von Skyrim gekommen, um uns euch anzuschließen. Wir haben zwar keine Erfahrung als Ritter, doch wir haben in der Legion gelernt, Soldaten zu sein. Nehmt ihr uns auf? Ich würde erstmal sagen, ihr seid noch nicht würdig. Noch nicht. Ihr seid Kommandant. Wir haben gelernt, Befehlen zu folgen, doch ich weiß, dass wir eines Tages euer Vertrauen gewinnen werden. Die anscheinend haben wir dürfen bleiben, aber die, das könnte eine Gefährdung. Habe ich nicht gesagt, dass wir uns wiedersehen würden? Hier bin ich, bereit zu dienen. Ja, ich schließe mich eurem Orden an und wir werden gemeinsam gegen diese neue Gefahr für die Neuen kämpfen. Ehre sei den Neuen. Mein Freund. Schön, dass wir uns. Ich will mich bewaffnen und euch zur Underpall-Höhle folgen, um Sir Roderick zu rächen. Okay, nice. Ja, okay, er geht sich bewaffnen. Areldur? Hier finde ich mich wieder, zu euren Diensten. Ich möchte meine Fehler wiedergutmachen und mich völlig dem Glauben weihen. Wenn es euch angenehm ist, möchte ich eurem Orden beitreten und den Neuen an eurer Seite dienen. Was sagt ihr? Ich akzeptiere, willkommen im Orden. Ich danke euch, das bedeutet mir viel. Entschuldigt mich, während ich die Ausrüstung hole, die ich brauche. So, Sir Carlos. Wie kann ich euch dienen, Kommandant? Nee, wollt ihr nicht? Lebt wohl. Wollt mit Sir Carodus. Ich stehe euch zu Diensten, Kommandant. Okay. Schönen Tag. Und Avita, Vesnia? So treffen wir uns wieder. Ich bin hier, um eurem Orden beizutreten, da ich eine göttliche Vision von Kynareth selbst empfangen habe. Mir wurde gezeigt, dass ich, um alle Schöpfungen Kynareths zu beschützen, mich eurer Sache anschließen und willens sein muss, mein Leben für euch hinzugeben. Und so bin ich hier. Ich hege keinen Zweifel, dass man noch in den kommenden Zeitaltern über unsere guten Taten reden wird. Ich habe vergessen, woher wir uns kennen, Avita. Ich habe es wirklich vergessen. Ich würde sagen, ihr seid noch nicht würdig. Ich verstehe. Ich werde mich nicht abschrecken lassen, darum bleibe ich hier und hoffe, dass ihr eure Meinung ändert. So, das waren jetzt keine Ahnung wie viele. Ja. Hallo. Trotz der vielen Farmen in Nebenai gibt es dort noch reichlich Wälder und Okay, Wildnis, die sich bauen hier alles langsam auf. Okay, das nice. Das habe ich auch schon gehört. Habt ihr gehört? Maras Kapelle in Bravil ist attackiert worden, genau wie in Anvil. Alle 1 2 3 4. Die Altäre geschändet. Bei den Göttern. 5 6 ja. 7 8 auf 9 10. Hier sind also 2 4 6 sind 4 und da sind 4 Betten. Und hier 10 Gebote, 9 Göttliche. Das Lied von Pelinal, Band 7. 10 Gebote, 9 Göttliche und über Oblivion. Hoppala. Seid begrüßt, Ritter. Kommandant. So. Ich gehe mal runter. Also wir können 10 Leute hier anwerben, oder wie? Ja, Kommandant. Sir Lathorn. Ah, Sir Areldur.
So, wer bist du? Sergius Turianus. Sergius Turianus, zu euren Diensten. Thedret und ich kennen uns schon lange. Und er sagte, hier würde ein Schmied benötigt. Es wäre mir eine Ehre, euch zu dienen, so gut ich kann. Wenn ihr etwas repariert haben wollt, kommt zu mir. Okay, nice. Wenn der Preis stimmt, kann ich... Lebt wohl. Ah, okay. Er ist quasi der Zehnte. Schön, so, dass wir uns treffen, Ritter. Ach komm, mein Bruder und ich hoffen immer noch, den Göttern als Ritter der Neuen dienen zu können. Habt ihr eure Meinung geändert? Nehmt ihr uns in den Orden auf? Ach komm, wir sind mal nicht so... Willkommen im Orden. Ihr werdet es nicht bereuen. Ihr werdet uns aufrichtig und tapfer finden. Ich kehre zurück, sobald ich mich ausgerüstet habe. Komm, wer fehlt noch? Du folgst mir. So, Sir Latron. So, eine Person fehlte noch, zum Ritter ernannt zu werden. Hier. Schön, dass... Ich Komm. Warte auf eure Erlaubnis, dem Orden beizutreten. Willkommen im Orden. Danke. Ich werde dem Orden nach besten Kräften dienen. Ich muss mich kleiden, wie es einem Ritter zukommt. Bitte entschuldigt mich. Ich weiß nicht, ob wir da vielleicht noch andere zur Auswahl hätten oder so. Seid begrüßt, Ritter. So. Ihr seid. Hi. Hi. Ah, der ist jetzt auch schon ausgerüstet. Okay, nice. Sir Gaimund. So, ich wollte jetzt hier rein. Die Krypta der Priorei. So. Wie kann ich euch dienen, Kommandant? Geht mit den neuen Rittern. So. Ich stehe euch zu Diensten, Kommandant. Ihr habt Zenitas Herausforderung bestanden und Sir Ralvas erlöst. Herzlichen Glückwunsch. Sir Junkan wird sich freuen, dies zu hören. Sir Berich? Es scheint, er verfiel dem Bösen wesentlich mehr, als selbst ich befürchtet hatte. Ich hege keine Zweifel, dass alles an dem Tag begann, als er den Orden mit dem Schwert und den Beinschienen verließ. Sir Caius versuchte, ihn aufzuhalten. Sie kämpften, und Sir Berich erschlug Sir Caius mit dem heiligen Schwert auf den Stufen der Priorei. Das war das Ende des alten Ordens. Viele von Sir Berichs Freunden gingen mit ihm. Ich habe versucht, den Rest zusammenzuhalten, doch es war zwecklos. Wenn er den Geist vernichtet, zu dem Sir Berich geworden ist, erweist er ihm einen Dienst. Ihr müsst ihn von dem Bösen befreien, das ihn umgarnt hat. Okay. Möge euer Schwert immer treffen. Sir Casimir? Seid gegrüßt, Ritter. Geht mit den Neuen. Ich stehe euch zu Diensten, Kommandant. So, Streitkolben von Zenitha. Ihr habt den Streitkolben zurückgewonnen. Ich kann es kaum glauben. Ritter, ich beuge meine Knie vor eurer Weisheit. Ihr verdient es, den Streitkolben zu führen. Geht mit Tugend. Ich stehe euch zu Diensten, Kommandant. Da war nichts Neues. Geht mit den neuen, Ritter. Gregory? Wie kann ich euch dienen, Kommandant? Da war nichts. Möge euer Schwert... Sir Seid Zorro? Gegrüßt, Ritter. Der hat auch nichts. Geht mit Tugend. Wie kann ich euch dienen, Kommandant? Stiefel des Kreuzritters. Ihr seid ein Gewinn für euren Orden. Ihr habt die Stiefel gewonnen und dafür bin ich dankbar. Und Streitkolben von Zenitha. Sir Ralvas brauchte also die Stiefel, um seine Suche zu beenden? Wie töricht von mir, dass ich mich weigerte, ihm zu helfen. Das werde ich mein Leben lang bedauern. Geht mit Tugend. Wie Sir kann Kai? Ich euch dienen, Kommandant? Sir Berich. Ach ja, das Böse, das an meinem Todestag begann, hat tiefe Wunden gerissen. Als Sir Berich sagte, er würde seine Reliquien mit in den Krieg nehmen und nicht auf Sir Amiels Flehen hörte, erlaubte ich meinem Zorn, die Oberhand zu gewinnen. Wisset denn, dass ich derjenige war, der als erster die Waffe gegen Sir Berich zog. Er hat sich nur verteidigt und als der bessere Schwertkämpfer erwiesen. Und nun, wegen mir, hat sich das Böse seiner Seele bemächtigt? Geht mit Tugend. So, okay.
Was ist jetzt die aktive Quest? Sir Rodericks Knappe Laton ist mit einer traurigen Nachricht in der Priorei erschienen. Offenbar starb sein Herr bei dem Versuch, den schrecklichen untoten Wächter des Schwertes des Kreuzritters zu besiegen. Laton konnte mit den beiden Schienen des Kreuzritters fliehen. Diese hat er mir übergeben. Ich muss zur Anderpal-Höhle, wo Sir Roderick fiel, und das Schwert des Kreuzritters für die Neuen zurückholen. Wir haben die Beinschienen. Ah, okay. Das hat noch gefehlt. Was wollt ihr? So, ich kann ihm nichts verkaufen. Auch ihr. Warte mal, wie sehen wir jetzt eigentlich aus? Okay, wir sind vollständig. Abgesehen jetzt vom Schwert. Gibt es auch noch einen Bogen des Kreuzritters? So, die gehen alle schlafen. Ist schon Schlafenszeit oder wie ist? Okay, da haben wir es denn jetzt. 11 Uhr abends. Ja, perfekt. Okay, ich nehme schon mal mein Pferd. Okay, in der Ego-Perspektive auch nochmal viel, viel geiler. Er begleitet mich jetzt oder ich begleite ihn? Er begleitet mich, okay. Wo muss sie genau hin? An der Palhöhle, okay, an der Orangenstraße. Ich glaube, ich bleibe erstmal so. Den erinnert mich jetzt sehr an Kingdom Come, hier mit der Perspektive. Nur die Steuerung ist nicht so geil. Wie in Kingdom Come. So, Laton, kommst du hinterher? Ja. Aber wie schnell das irgendwie zusammengefahren ist hier. Also, die alle jetzt nicht zusammengefahren, sondern wie schnell wir die Gilde eigentlich voll hatten. Die Ritter der Neuen. Warte mal. 9 göttliche Kämpfergilde klingen Ritter der Neuen, Knight Commander. Ich hab Nisin-Höhle gefunden. Passt auf, Herr. Wie steige ich vom Pferd? Ah, so, okay. Okay, nice. Kommt er? So, auf nach Norden. Ich hoffe, er überlebt dort. Questreihe jetzt schon mal super. Wir haben eine eigene Gilde, also wir besitzen die Gilde jetzt, glaube ich. Sind jetzt schon der Chef. Ich weiß nicht, ob wir bei den anderen Chef werden können. Für Talos und die Neuen. Also es gibt ja noch
die Kämpfergilde bzw. Kriegergilde, die Magiergilde. Apropos Kämpfergilde, die müssen wir auch noch weitermachen. Dann gibt es noch die Diebesgilde und die Assassinengilde bzw. Dunkle Bruderschaft. Kommt der hinterher? So, ist das da schon die Straße? Ja, da ist schon die Straße. Kann unser Pferd eigentlich auch schneller werden? Laton? Muss den die ganze Zeit im Auge behalten. Okay, er ist noch da. Vielleicht auch noch mal kurz speichern. Nicht, dass es gleich wieder abschmiert und wir alles wieder verlieren. Ich höre euch zu. Okay, der ist immer noch da. So, einmal kurz schauen. Also gleich hier links abbiegen und dann bei Koroll weiter Richtung Norden, dran vorbei. Ich hoffe nur, denen bringt jetzt die Rüstung mehr was als mir. Und ich hoffe, die sind jetzt erstmal auch unsterblich. Dass die mir jetzt nicht draufgehen oder so. Wäre ein bisschen doof, wenn die sterben würden. Aber bei gewissen Quests, sagen wir mal so, die zusammenhängend sind so oder Hauptstory sind, möchte ich ungern, dass wichtige Charaktere draufgehen. Bei Nebenquests sage ich, ja gut, habe ich Pech gehabt dann. Wenn es jetzt so eine Quest wäre wie wenn jetzt ein Derion zum Beispiel jetzt draufgehen würde aus irgendwelchen Gründen, würde ich dann einfach sagen, ja, habe ich dann halt Pech gehabt. Aber bei NPCs, also bei den Charakteren, die für die Diebesgilde jetzt als Beispiel, die Kämpfergilde, die Hauptquest, Ritter der Neuen oder für die Feogora-Questline, Shivering Ice-Questline, wenn da jetzt wichtige Charaktere draufgehen würden, die für dessen Questreihen da relevant sind, dann würde ich tatsächlich entweder neu laden, oder wenn ich den Speicher schon gar nicht mehr habe, die dann irgendwie wiederbeleben. Mit einem Command oder so. Denn ich würde wirklich gerne in dem Let's Play die wichtigen Hauptquests alle abschließen wollen. Allesamt mit euch. Ganz egal wie, auf welche Art und Weise. Ohne aber, dass dann für den späteren Verlauf wichtige Charaktere draufgehen.
So, ich glaube, ich muss da durch. War das so? Hier durchreiten? Eigentlich wieder hell oder nicht? So, rechts, okay. So, da haben wir ein paar Bambis. Er ist noch da. Wie weit noch? Okay, ist noch ein Stück. Passt auf, Herr! Ey, lass ihn am Leben! Wie viel Leben habt ihr noch? Solaton? Lebensenergie festigen. Festigen Waffenschmied 20 Punkte für 120 Sekunden. Färberweit. Leben entdecken. Nee. Leichte Wundenheit. Schützen Sternenlicht. Meine Magie reicht nicht aus. Ich hoffe, das reicht. Ich hoffe wirklich, dass das reicht, um ihn zu heilen. Wir sind noch auf dem richtigen Weg. Sterbt schon, verdammt! Wo ist er jetzt? Ich wollte schon sagen, wo ist er geblieben? Hier ist doch immer noch ein Stück. Ordentlich Stück. Ich habe das Gefühl, er kommt zum Teil nicht hinterher. Hat aber bis jetzt eine bessere Wegfindung als die meisten anderen NPCs aus anderen Spielen. Da sage ich mir zum Beispiel Gorn in Gothic 1 über den Baumstamm. Ich glaube, einige von euch werden wissen, was ich damit meine. Noch? Okay, hier noch den Hügel hoch. Dann wären wir gleich da.
Okay, da oben ist das irgendwo. Ich glaube, wir gehen vielleicht noch ein bisschen weiter hier hoch. Jetzt nicht sicher, obwohl doch, es könnte sein, dass wir da runter müssen. Ach, hier. Das war das. Aber gut, ich würde sagen, wir machen das in der nächsten Folge. Einen miesen Cliffhanger lasse ich hier, ich weiß. Aufgepasst! Natürlich müssen wir jetzt erstmal die hier noch bekämpfen. Nieder mit euch im Namen von Vater Akatosh. So, ich habe die Underpal-Höhle erreicht, wo sich das Grab von Fürst Blindwell befindet. Irgendwo dort drin ist Sir Roderick im Kampf gegen den bösen Geist, der jetzt das Schwert des Kreuzritters trägt, gefallen. Ja, und das machen wir in der nächsten Folge. Daher vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich weiß, es ist mies, dass ich jetzt daraus einen Cliffhanger mache. Aber manchmal muss das sein. So. Und wir sehen ja uns in der nächsten Folge. Daher vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.